Und Günther Meyer, der Leiter unserer Wissenschaftsredaktion, ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Günther, es heißt jetzt, dass dieser Negativtrend auch gestoppt werden könnte. Die Frage ist allerdings, wie macht man das konkret? Ja, es gibt durchaus konkrete, gute Beispiele. Besonders deutlich sieht man es bei den Spechten. Dort hat man durch nachhaltige Forstwirtschaft dieser Art extrem geholfen. Man hat verzichtet auf Kahlschläge, wo kein Tier mehr Unterschlupf findet. Man lässt sogenannte Spechtbäume, die heißen auch so, im Wald. Das sind meist abgestorbene Bäume. Dort finden die Spechte gut Nahrung und dort können sie auch ihre Nisthöhlen bauen. Konsequenz, der Buntspechtbestand ist um fast 50% angestiegen. Ähnlich beim Grünspecht. Also das zeigt schon, mit gutem Willen und Nachhaltigkeit kann man hier schon einiges bewegen. Also bei den Spechten funktioniert es offensichtlich gut. Warum geht es bei anderen Arten dann nicht so gut? Es ist ganz klar, dass es unterschiedliche Lebensbedingungen gibt. Jetzt die Kulturfolger, die den Menschen schon immer in die Städte und in die Siedlungen gefolgt sind. Meisen etwa oder Finken, Spatzen, Amseln, die tun sich naturgemäß leichter als Vögel, die zum Beispiel auf Insekten angewiesen sind und die in dem Brachland leben, wie man es im Beitrag gesehen hat. Für die ist es besonders schwierig. Untersuchungen zeigen auch, dass bis zu 75% der Biomasse an Insekten mittlerweile verschwunden ist durch Insektizide, durch intensive Bewirtschaftung. Das fehlt diesen Tieren an Nahrung. Gleichzeitig verlieren sie Lebensraum, wie wir auch gesehen haben. Und so kommt es zu den dramatischen Rückgängen, wie etwa beim Rebhuhn, was ja Jäger auch schon länger bemerken, dass dort die Bestände extrem zurückgegangen sind. Zu 80%, wir haben es gerade gehört. Probleme gibt es aber auch bei den Schwalben. Was sind hier die schwerwiegendsten Faktoren? Ja, bei Schwalben ist es natürlich auch ähnlich so, dass die Rückzugsgebiete verloren gegangen sind. Viele von uns haben die Bilder vor sich mit dem Kuhstall, wo die Schwalben aus- und einfliegen. Das alles wird immer seltener. Zum einen, weil Bauern ihre Höfe aufgeben mussten. Zum anderen, weil man jetzt die neuen Bauten so baut, dass man kaum noch Rücksicht nimmt. Also es gibt glatte Fassaden, es gibt keine Nischen mehr. Es gibt sehr hermetisch abgeschirmte Gebäude. Hier fehlt den Schwalben einfach der Lebensraum und sie können sich hier nicht mehr zurückziehen. Oft würde es schon helfen, ein Brett zu montieren, damit sie ein Nest bauen können, ein Fenster offen zu lassen, dass sie aus- und einfliegen können und die Situation würde sich verbessern. Prinzipiell sind es ja Sympathieträger, die die Fliegenschwärme kontrolliert haben und so eine Art Sanitätspolizei waren. Und deshalb haben sie auch den guten Ruf und der Volksmund sagt nicht umsonst, Schwalben bringen Glück. Mhm. Jetzt sind es die Lebensräume, die weniger werden. Auf der einen Seite die Nahrung, sprich Insekten, die weniger werden. Wie schaut es mit Krankheiten aus, die Vogelbestände gefährden? Das ist durchaus auch, kann zum Problem werden, aber die Natur wird mit solchen Dingen normalerweise relativ gut fertig. Das haben wir bei den Amseln gesehen, da hat es den Usutu-Virus gegeben Anfang der 2000er Jahre, da haben sich die Bestände wieder erholt. Tiere entwickeln Resistenzen und geben das von Generation zu Generation weiter. Mittlerweile haben sich hier die Bestände schon längst wieder erholt. Gefragt sind jedenfalls wir Zweibeiner, dass sich das wieder zum Positiven wendet. Herzlichen Dank, Günther Meyer, für den Besuch und die wertvollen Informationen diesbezüglich bei uns.